So, hallo, ich weiß nicht, ob ich ein bisschen müde aussehe. Ich bin ein bisschen müde. Ich werde gleich nur noch ein bisschen Parks and Recreation schauen, um auch etwas Lustiges zu haben, bevor ich dann mich hinlege und mich etwas erhole von all dem, was in den letzten Tagen gelaufen ist. Da hinten ist nur ein Kissen, also ganz harmlos, auch wenn es ein bisschen gestreift aussieht. Und möchte in dieser Folge von Dicke Fernunterricht über so ein bisschen die Kollegialität sprechen. Und zwar habe ich hier notiert, dass an meiner Schule, an der ich unterrichte, Morgenrituale durchgeführt werden, die dazu dienen, dass die Klassen einen Fixpunkt im Tag haben. Dann beginnt so ja, Lernen, die Schule beginnt. Und sie haben auch so einen Austausch mit den Lehrpersonen, mit den Lehrkräften. Sie sehen die einmal am Tag. Und dann hat Monika Stille darauf reagiert und gesagt, sie würde gerne die Kolleginnen und Kollegen zum Kaffee einladen. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, mal über die Bedeutung dieser persönlichen Lernnetzwerke zu sprechen, kurzes Video dazu zu machen. Und zwar ist es so, dass Monika durchaus in meinem Lehrerzimmer ist. Sie ist jemand, der liest, was ich schreibe, ich lese, was sie schreiben. Wir stellen uns ab und zu so ein paar Fragen hin und her. Das ist manchmal durchaus auch kritisch, manchmal lustig. Und genauso läuft das auch informell im Lehrerzimmer. Und das fällt jetzt weg, wenn wir zu Hause bei unseren Familien oder vielleicht auch alleine zu Hause oder bei unseren Partnerinnen und Partnern sind und da arbeiten, dann haben wir nicht diese Community of Practice, wie das heißt. Also wir haben nicht andere Leute, die denselben Beruf machen um uns herum, können uns nicht über unseren Alltag austauschen, vielleicht auch mal uns ein bisschen beklagen, wenn die Schülerinnen und Schüler sehr, sehr nervig waren oder wenn es gerade nicht so läuft oder die Schulleitung, was die jetzt wieder für Vorstellungen haben. Das entlastet viel und gibt auch viel psychologische Energie, die ganz wichtig ist. Also wir werden uns wie fragen, wie machen wir das online? Und ich für mich habe einen Weg gefunden. Ich habe auf Twitter dieses persönliche Lernnetzwerk. Das heißt, ich habe Leute, die auch mal ein bisschen Humor zeigen im Umgang mit dem, was ich da so poste. Ich habe Leute, die mir auch direkte Nachrichten, also hier schicken, die nicht alle sehen, die positive Rückmeldungen geben, die vielleicht auch einen Scherz machen oder mir einen Hinweis geben, was auch noch möglich wäre. Und das gibt mir ganz viel. Das schätze ich auch, so dieses kurze informelle Zwischendurch, was jetzt nicht ist, ich habe neue Arbeitsblätter gemacht oder ich habe eine Idee, was man jetzt mit einer siebten Klasse in Biologie machen könnte, sondern es geht wirklich um so ganz kurze Kaffeepausen, Gespräche, wie das jetzt Monika auch beschrieben hat. Und ich sage dann gleich, wie so ein persönliches Lernnetzwerk aussieht, aber vielleicht noch ganz kurz zur Funktion. Die haben jetzt hier Geier und Gottschling. Also Andrea Geier ist Literaturprofessorin und sie hat sich gefragt, was leistet denn eigentlich Wissenschaftskommunikation auf Twitter? Und das sind so die vier, fünf A's, die sie da ermittelt haben. Und ich denke, diese ganz besonders wichtig sind. Die Abenteuerfunktion für mich, also wenn ich mich in einem Lernnetzwerk austausche, dann komme ich auf Ideen. Ich traue mir Dinge zu, die ich vielleicht für dich sonst nicht den Mut gehabt hätte. Ich kriege dafür aber auch Anerkennung. Ich bekomme Aufmerksamkeit und kann sie aber auch weitergeben. Und meine Arbeit wird anschlussfähig. Also ich merke, andere machen irgendwie dasselbe wie ich gerade und in persönlichen Lernnetzwerken entsteht so also eine informelle, professionelle Beziehung, die sehr positive Effekte hat. Was heißt das jetzt konkret? Wenn ich jetzt nochmal zurück zu Twitter gehe, dann ist so, dass ich dort vernetzt bin mit den Menschen, die an ähnlichen Fragestellungen arbeiten wie ich. Und das muss jetzt nicht Twitter sein, das ihr nutzt für euer persönliches Lernnetzwerk. Es können auch kleine Chatgruppen sein, die wirklich auch dezidiert dazu da sind, dass man nicht stört, wenn man einen Witz macht, dass man nicht stört, wenn man mal einfach sagt, ich habe jetzt keine Energie mehr, jetzt dieser ganze Fernunterricht und diese Videos und
ich kann es nicht mehr sehen, diesen Bildschirm, dass man da dann auch Support bekommt. Andere sagen, ja, geh mir gleich oder geh mal kurz nach draußen oder ich zeige dir eine Yoga-Übung oder vielleicht einfach nur, ich habe es mir angehört, ich höre dir zu, lass mal gut sein, mach mal Pause, sowas. Einfach Aufmerksames da hat, wo man nicht jetzt einfach, ich muss total effizient, professionell arbeiten. Und das scheint mir jetzt für die nächsten Wochen sehr, sehr wichtig zu sein, weil im Moment haben wir noch alle ganz viel Adrenalin. Wir haben vielleicht ein bisschen Angst vor dem, was jetzt alles noch kommt. Wir haben ganz viele Ideen. Wir haben vieles schon unter großem Druck jetzt ausprobieren müssen. Und in den nächsten Wochen wird eher die Erschöpfung auch sich weit machen. Es wird vieles Routine werden in diesem virtuellen Klassenraum und nicht eine vielleicht positive Routine, sondern so eine, wie wir quälen uns da durch und warten so ein bisschen, bis wir wieder raus können und bis wir wieder die Dinge tun können, die wir im Leben mögen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns stützen, dass wir auch uns diese Kaffeepausen gönnen, dass wir bewusst auch im Tag so Rituale haben, wo wir als Lehrerinnen und Lehrer Wege finden, um nett zueinander zu sein, um mal kurz etwas zu genießen, durchzuatmen, Dampf vielleicht auch abzulassen, Ventile zu finden. Und ich denke, wenn ihr so ein persönliches Lernnetzwerk im Netz aufbaut, dann ist das eine Funktion, das haben kann. Natürlich lernt ihr auch beiläufig ganz, ganz viel. Ich habe von Monika schon enorm viel gelernt, von dem, was sie macht. Ich habe von ihren Projekten profitiert. Und so wird es euch auch gehen, aber das ist fast beiläufig. Es ist nicht so, dass ich jetzt denke, jetzt schaue ich mal, was Monika macht, sondern ich bekomme es einfach mit und von da werde ich auch inspiriert. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald.